Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Game spiele ich Brand als Support. Als ADC habe ich den Leon mit Varus dabei. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. AZ gegen Katarina ist immer interessant. Ja. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ist auch geil. Ich habe eben gelesen, in dem zweiten Game, was wir im Overcharge gespielt haben, Ja. ein Kommentar von irgend so einem Bobo wieder. Du bist irgendwie schlecht. Ah ja, okay. Das finde ich immer so eine geile Aussage, ne? Ist auf jeden Fall. Trifft auch die konstruktive Kritik vollkommen. Da muss ich immer lachen, wenn ich solche Kommentare sehe. Ja, das sind die, die selbst noch was, entweder unter dir sind oder gerade die gleiche Elo haben wie du und sich aufregen, dass sie gar nichts gebacken kriegen. Oh, guck mal, der Kogge, die stehen da im Gebüsch. Stehen da vorne drin. Ah, doch, noch nicht mehr, nicht mehr. Und sie verballern ihren Ball ins Nichts. Auch gut. Es ist halt auch immer schwer als YouTuber, wenn die Spieler, sage ich mal, selber gerade mal, ich sag nur mal Bronze 3 oder sowas sind und gucken sich dann irgendwelche Challenger an, wie die spielen, und dann im nächsten Spiel gucken sie mich an. Dann sieht das natürlich allein vom Farm her oder so Ja, schon um klar. einige schwächer aus. Aber wenn sie sich dann mit sich selber vergleichen würden, ne? Mich mit sich selber vergleichen würden. So wollte ich sagen. Was genau, was? Achso. Ja, ich wurde wieder angeschrieben, deswegen war ich gerade so ein bisschen out of order. Ach, das war dieses kleine, dieses, was war, Schweizer Mädel oder so, die aber auch Deutsch kann, genau. Sehr schön. So, und das, obwohl ich so abgelenkt war, ey. Wollte gerade sagen, wir hätten sie nämlich sonst früher bekommen, weil ich habe mich mit dem Kopf mal duelliert. Da warst du leider noch abwesend halb. So, die haben aber jetzt auch beide keine Sumps mehr, ne? Außer die Zoe, die könnte eventuell noch einen Flash haben, das weiß ich nicht. So, guck mal, beides benutzt. Ja, den wollte ich gerade rausbaiten, aber die haben hier E-Vision drin. Komm schon. Mal hoffen, dass der Ward ausgelaufen ist und wenn sie dann kommen, dann kriegen sie erstmal ordentlich vor die Guschen. Hat da irgendwie schlechte Spieler schon wieder First Blood geholt. Ah. Aber gekriegt. Aber noch gekriegt. Ah! Oh, ich poke dann noch ein bisschen. So. Ich würde aber nach der Wave auch gerne zurückgehen. Ja. Ich will ja nur nicht, dass er dich zu sehr ärgert hier. Ja, da So. war. Sehr nett. Kann ich auch gut gebrauchen. Oh, Jungler, Jungler, Holy. Justin, we got a problem. Yep. Du sagst es. Ah. Oh. Oh, ganz schneller. Ah, wollte ich Ja, zu ich viel. hatte leider auch keinen Mana mehr für W und Q. Ah,
Naja, immerhin für Boots und Pickaxe reicht's. Bisschen zu lange auf der Lane geblieben. Passiert. Weißt du was? Schneiden wir einfach den Anfang vom letzten Game davor, weißt du? So cuttest du das so in der Hälfte. Das sind ja ganz andere Gegner. Ja, die haben gewechselt. Kennt er Genau. das nicht? Auswechselspieler. Aber da kommt Maus schon wieder low. Und er hat ein bisschen Farm mehr als ich. Ja, so ist kaputt, hat die Hälfte vom Farm von der Riven. Da war aber klar. Ja, sie kommt gerade im Early gegen den Riven, nicht mehr so zwei sagen. So, was jetzt? Wow, da Boah, war das ich nicht lasse mal mich erreicht. rankommen. Genau. Och Mensch, Mädel, da hättest du auch mal reinlaufen können, ey. Sind wir ja schon wieder am Tower. Sehr schön gemacht. Sie hat den Autotag auf mich getroffen. Das war auch alles. So, Support OP. Nee, doch nicht. Nicht so richtig, ne? Aber alle versuchen es, weil sie alle den neuen Champ spielen wollen und 90% kriegen auf die Goschen. Ja, aber ich bin ja auch nicht anders. Ich will ihn ja auch spielen. Wobei, ich glaube, ich habe nicht. Ich verkacke nicht ganz so hart. Wobei ich jetzt wohl angemerkt sagen möchte, ich verkacke trotzdem, Leute. Boah, Also nicht. yeah, wie ich ein Brutzel. Schön. Njam, 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 njam. Heute gibt's Raupenfilet. Ja. Auto-Tag gecancelt. Kannst du noch mal den Wyvern warden, wenn du ein Ward hast? Nee, hab ich nicht. Ach, 30 schade. Sekunden noch. Komm, kriegst du Hier noch einen? Ihr willst noch einen? Hab noch was. Ich laufe in den Kumpel rein. Egal. Ich habe jetzt einen. Zack! Das ist schon wieder leider kein Mana. Also außer mit Autotext kann ich gerade nichts machen. Wer hat mich da gepinkt? Wolliberg kommt. Ja. War ja auch der Ping. Der Pink oder der Ping? Der Ping. Oh, da kommt das Bärchen. Hey, wo willst du Ja, hin? doch. Bleib hier. Wollte nur noch den kennen, Minion. War knapp, ich gebe es zu, aber. Aber dem dürfen wir nichts tun. Eisbären stehen unter Naturschutz. Ach, das ist Notwehr. Wenn er sich auf dich zugelaufen kommt, ist das Notwehr. Notwehr gegen den Eisbär. Ja. Ja, Ja. Pum, ich noch nicht, aber 100 Gold. Oh, das ist. Ne, nicht getroffen. Schade, sah so aus. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Mana zu sparen, dann können wir die gleich platt machen. Ja, ich auch. Wolli ist schon wieder da. Oh, Junge, das nervt. Ein bisschen, ja. Lustig ist, erst Babys sind uns und bis auf den ersten Gank war das alles so Schwachsinn. Oh, so, ihr habt einen Flash. Ich muss jetzt aber erstmal Base zu. Ja, jetzt kommt Rengar. Ah, dann bleibe ich doch noch da. Au! Okay, Der ich will gehe. nicht. Oh! Ja, Doch, nicht. lieber wollte ich sagen. Scheiße, habe ich vergessen, dass die Ult so weit geht. Ja, der hat am Anfang ja auch schon viel zu lange gewartet, aber Der ich hätte mir glaube. auch helfen können jetzt noch schnell. Ja, ich weiß es nicht, ob das noch was geworden wäre. Ja, nee, wahrscheinlich Aber nicht, jetzt stirbt er aber. auch noch. Oder? Oh, nee, schön gespielt. Und Schwein gehabt, dass noch ein letztes Minion da war. Guck mal, da spiele ich einmal den Varus. Geh voll übel ab und in der nächsten Runde kassiere ich. Wobei 2-2-2 geht ja noch. Hätte es schlimmer kommen können. Schade, dass du noch kein Level 6 hattest.
Das wäre sonst richtig gut geworden. Na, ich hätte auch wirklich weggehen müssen. Ich habe wirklich nicht an die Kog'Maw-Ult gedacht. Na, passiert halt. Ist zwar schade, aber... Ich habe jetzt Ulti immer noch ready. Ich habe sie nicht benutzt. So, da bin ich wieder. Oh, sie hat einen Redemption. Hat sie eben gerade eingesammelt. Du schläfst. Oh, ich will da nur raus. Na kommt, Leute. Ey. Ey, komm. Überleben. Nee, ja. Da krieg ich doch zu viel. Ich hab alles drauf gekriegt. Nee, Ignite nicht. Verdammt. Rami ist gleich wieder da. Ah, der will diven gehen. Ah, will er doch nicht. Ne, will er doch nicht. Sehr schöner Treffer. Okay. Ah! Die hat dich getroffen? Die hat eben dich getroffen. Lol. Problem ist, wir kriegen die immer so low. Ah, Wolli ist schon wieder da. Ja, da fehlt immer so ein bisschen das Letzte. Ja, du bist auch ziemlich angeschlagen. Wolli geht wieder weg. Ich bin trotzdem noch ziemlich angeschlagen. Wenn die Säule mich trifft. Oh. Ich will da kein Mana mehr. Nee, komm, umdrehen. Ganz gern noch mal back. Jo, geht doch. Jo. Alles cool. Nee. Sehr schön. Ich hab's noch mal ein bisschen angefackelt. Hab's gesehen. Komm so hier, Midlane-Duell hier. Midlane der UL geht on Brand. Doch, komm. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich musste ja den Fehler von eben wieder gut machen. Na. Oh, jetzt haben die einen Fall. Ja, letzte Runde hatten wir einen, ne? Ja. Rengar Inlane Gank. Inlane Gank. Und es reicht nicht. Oh, aber der knallt schon. Ja, ja, aber der Ränger darf es jetzt nicht übertreiben. Dive for the win. Das macht er schön. Immer wieder in den Busch reinlaufen und dann wegspringen. Das macht er gut. Ja. Oh.
Oh, Achtung, da kommt noch einer. Weg hier. Ah! Komm! Ach ja, so. Alten hier! Ey, Minions, kommt! Ey, die hat noch 10 Leben gehabt. Ich wollte auch noch was draufbringen, aber es ging nicht mehr. Der glaube ich doch wieder nicht. Was ist denn das? Ein bisschen. War die Cutter noch hier und alles und der Set? Was hat der gemacht? Oder war der Base? Oder tot? Nö, ich glaube, der bleibt da eiskalt auf seiner Lane. Cutter, Yasu waren ja alle da. Hm. Oh, ich habe einen Double Buff. Hab ich jetzt erst bemerkt. Diesen Kumpel. Alle bis auf der Woli. Der war nicht da. Der ist nicht Kumpel. Nee, wollte gerade sagen. Super, klar, dem ADC noch den Farm. Ist ja nicht so, dass ich schon übel behind bin. Also, was Farm an sich angeht. Mhm. Vergleich zum Gegnerteam nicht, aber ich... Sagst du es nicht der Dollste. Ja, leider. Ich wurde jetzt auch hart genug hier fertig gemacht, die letzten paar Runden. Die letzten paar Gangs. Ja, auf unserer Lane ist ordentlich Party. Du hast sie erwischt. Ja, aber wo ist denn der Ringer hin, ey? Der hat mit einmal keinen Bock mehr. Oh scheiße, wenn sie mich jetzt treffen. Er wartet wahrscheinlich darauf, dass irgendwas anderes passiert. Ich weiß nicht was, aber... Du sagst, er wartet auf besseres Wetter. Kann sein. Weiß ich nicht. Ja. Jo. Direkt geultet. Oh. Da flog mein Autotank schon wieder. Immer die gleiche Sache. Ein Autotank fliegt. Ach. Ränge, das war nicht gut. Nein. Oder so ein ganz freundlicher. So einer von denen, ich bin super gut und wenn es einmal nicht, wenn ich einmal Mist baue, ist sowieso alle anderen. Ja. Kommt noch eine Minion Wave? Ich würde ganz gerne den Tower noch machen. Nee. Lass backgehen, sind alle Mist. Ja, der Woli kommt auch schon. Oh nein, das wird nichts mehr. Ich bin tot. Das tut mir leid für dich. Ich bleib aber auch nicht stehen, weil, wie gesagt, alle da. Die sind zu viert da gekommen. Ja, das war ja klar. Habe ich dir vorausgesagt, ne? Ja, ist ja gut. Nie will er auf mich hören, nie hört er. Wo hätten wir den Tower immerhin bekommen? Nie hört er. Egal, ich hab mein Rageblade. Jawohl. Rageblade und BF. Jetzt und Riven geht die Toplane einfach mal durch. Ja. Ja, ist zwar schön für die, dass die überall zu 5 drum wirken, aber wir können sie halt 3 gegen 5 fighten, teilweise. Ja. Wenn wir es gut machen. Das heißt, die anderen haben schön viel Freiraum. Wobei die Smarty Riven noch auf den Busch bekommen. Die kommt schon, die drauf da, Jungs. Nee, nee, guck mal, mich küsse nicht, du. Außerdem sollen die mich in Ruhe lassen, ich bin der Supporter, was wollen die von mir, ey? Ein Leben. Das kriegen sie aber nicht. Ich glaube, hier aber auf jeden Farm, der geht, der Rengar. Ja, der ist ja auch OP as fuck, Mann. Ja, lass den Rengar. Er soll mir bitte schon einen Farm. Ich brauch Farm. Den klappt er mir jetzt auch wieder. Das ist doch Gott, Rengar. Ja, es sind Leute, wegen denen verliert man in Ranked Games.
Ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt hier ins, sage mal, Anführungszeichen Late Game kommen, dass der dann trotzdem solo unterwegs geht und uns hier schön alles machen lässt und dann anderen ja, hatten wir doch letztens den K6 ja. da. Genau. Ja, weil das bringt dem Team überhaupt nichts, wenn nur einer so saugefeedet ist. Und dann sich dann vor allem noch aus allem raushält, ne? Ja. Ja, oder halt 5-1 gegen 6 spielt. Gefühlt 1 gegen 6 hätte ich doch. Boah. Das hat bestimmt wehgetan. Achtung! Und er läuft da rein. Boah! Da der Ränger, der wartet da sogar noch im Busch drin. Alter, Verwalter. Ich hab gerade 3 Leute da mit der Ulti erwischt, mit meiner E allen. Er hätte da reinspringen können. Ja, das ist, der will nur hier, der wartet wieder die ganze Zeit. Ja, klar, schon hin. Er will nur die Kills holen. Ja. Lars, wir hätten die jetzt so easy dominieren können. Ja. Aber nein. Hauptsache ich bekomme die Kills. Ja, jetzt haben sie uns geacet. Wofür damit er einen Kill kriegt? Ja. Ja, die haben das bekommen. Ja, das ist so ein ganz... ganz typischer Rengar. Ist kacke. Ja. Ausgerechnet der, der fett ist, bleibt im Busch und wartet. Ah, ganz typisch Rengar war jetzt falsch. Ganz typischer Solo-Spieler halt. Ja. Ja, bin du mal. Ich muss erstmal warden, ich bin ja schließlich der Dschungler. Dann seid vielleicht rein. Ach nee. Boom. Können wir einen Drake machen? Oh, oder. Na, bleibst du noch da? Dann gehe ich erstmal Botlane Farm machen. Ich hab nur die Wave gemacht. Üben da auch ganz schön Druck aus. Weißt du, könnte man uns den Drake jetzt echt holen? Ja, ja, auf jeden Fall. Nur das waren zu viele Minions, um die stehen zu lassen. Muss aber tanken. Ich kann das nicht. Easy. Kennst du nicht Tank Brand? Ja. Er brandet auch, wenn du seinen normalen Bild durchgehst, 3200 Leben oder so. Rageblade, das sieht schon geil aus auf Varus, ne? Dung, dung, ja. Dung, dung. Vor allem, ich hab auch noch mal ansatzweise meine ganzen Attack Speed. Also, ich habe ja gerade mal ein Item fertig. Mhm. Ich hätte schon 2 oder 3 fertig. Rengar war nur 4-mal auf der Lane und hat mir meinen Farm genommen. Oh, seit stirbt jetzt erstmal eine Runde. Ja, Mitte auf jeden Fall. Ja, dann kann ich mir das kaufen und los geht's. Ich denke, hier brauche ich gleich Hilfe. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, Riven macht aber auch schon Solo. Naja, man erkennt es ja auch schon so ein bisschen an den Champs, ne? Das sind zwar alles geile Champs, aber alles wirkliche Solo-Q-Champs. Rottauer fällt auch jetzt. Das meinte ich ja. Wir haben keinen Tank und wenig CC. Ja. Also außer von uns hier. Jetzt muss man echt aufpassen, ja. Ja, glaubst du, da gehe ich hin, oder was? Nee, bloß nicht. Nee, ich meine den Rengar jetzt so. Achso, ja. Metaphorisch mit ihm gesprochen. Problem ist, hier ist auch schon gefährlich. Ja. Achtung, nicht in die Blase treten. Er kriegt sogar noch einen. Oh, das ist nur der ja so. Oh! Hui, 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 hui. So, erstmal geslowt. Aufpassen, da sind einige. Es sind mindestens 3. Er sind 3. Können nicht mehr sein. Ja, Kette. Aber Zed und Dingens sind auch da. Ah, schade. Nicht erwischt. Oh, schade. Was würde ich jetzt für einen Flash geben? Na gut, jetzt holt er sie weg. Wir hatten Zed hatten.
Guck mal, da hielt ich ihn noch in letzter Sekunde. Der Ranger überlebt. Kommt da was? Ich glaube nicht. Nee, im Gegenteil, wahrscheinlich nur. Warum heilst du mich nicht früher? Hätte ich auch schon drauf schauen können, dass sowas dann kommt. Ah, der ist jetzt heute, wollte ich gerade sagen. Wir gehen jetzt auch. Jupp. Hat Spaß gemacht. Kommt von hinten. Nee. Ja, lasse. Stirbt sie jetzt eben mal eine Runde. Na, da kommt sie über die Mauer weg. Oh, noch ist auf der Flucht. Ja, ist tatsächlich rausgekommen. Nice, nice. Vielleicht nicht schlecht. Ich geh mir erstmal einen Blue Buff gönnen. Oh, Yasu. Der ist hinter ihr. Er sieht sie. Ah, okay. Die igniten wir nochmal, mein Freund. Einer. Guck mal, vielleicht ist der mit noch ab. Ja, ist ab. Ich hab einen Red Buff gefunden. So muss das. Ah, ja, so. Ein Support-Ware bin ich. Oh, Mist. Und eine Cutter. Aufpassen da. Ah, keiner hilft mehr gegen die Cutter. Ja. Ah, oh, Mann. Der Ranger, der... Nicht sein Ernst, ernsthaft. Der Ranger stellt sich dann stattdessen zu helfen in dieses Scheißgebüsch rein. Ja, macht er die ganze Zeit halt. Jetzt snackt er da wieder irgendeinen Kill weg. Ja. Ja, den Würfen nur nicht schön vorbearbeitet haben, weißt du? Wenn die alle drei so low gekriegt. Ja, ist nicht schön mit solchen Typen. Komm, Woli, töte das Ding. Ja, macht er auch. Ich will nicht falsch verstehen, ich will trotzdem noch gewinnen, ne? Aber. Ne, Logo. Da mal so schön einer auf die Fresse kriegt, wie ich. Na so, wie schmeckt der das? Chased. War doch klar, dass wir da jetzt zu dritt kommen. Hm. Das ist das Problem, wir haben jetzt zwei reine Solo-Spieler. Oh, da kommt er in der Mitte. Richtung Mitte, aufpassen. Ich glaube, war ja so. Bin mir aber nicht sicher. Oder eine Zoe. Nicht rein! Ah! Achso, jedes Mal da rein. Mist. Boah! Ich hab sogar noch hier gezündet. Scheibenkreister. Die Zoe ist ja. Ich steh 3-8. Ich zieh so easy weg. Aber die haben auch keine Vision. Die haben auch kein. Diese genau das meine ich. Die spielt Zoe sofort, aber kein Sidestone. Totgekriegt haben wir es aber noch. Naja, aber so im Großen und Ganzen
Wir verlieren mittlerweile jeden Trade, also jeden Fight. Ja, weil sie alle einzeln gehen und sterben. Ja. Was für ein Scheiß schreibt der da? Ja, nicht. Gut, to gut. Die wissen doch einfach, die müssen einfach nur warten, bis die Wölfe ein bisschen gepusht haben, dann können sie das zu dritt töten, weil die nicht zurückgeht. Ja. Da muss sich nur einer zeigen, sie geht auf den drauf, da. Achten die Wölfe da schon wieder. Keine Ahnung, kommt dem Blubberfell. Ich weiß es nicht. Gegen drei sterben. Schon wieder? Das ist was ganz Neues. Dumm. Ja, Kato schreibt's auch, Idiot. Stimmt schon. Ich mach das halt nonstop. Kann ich nur unterschreiben. Ah! Gegen Wolli alleine kann ich nichts machen. Wir haben drei getötet, immerhin. Also, diesen Trade haben wir gewonnen. Dank Rengar zum Glück zwar, aber. Komm, wir gehen einen Drake machen. Jo. Auf dem Weg. Wird noch ein hartes Game. Dann war halt genau das Problem, was du angesprochen hast. Wir haben keinen Tank. Ja, das war von vornherein klar. Und wenn man das sieht, Riven, Rengar, Zed, halt ja. Alles Solo-Queue. Da Rengar auch schon wieder. Da sind drei Gegner. Anstatt sich den zu entfernen, guckt er, dass er da irgendwie versucht, noch einen zu sneaken sich. Volibear seiner Stelle würde ich mir auf jeden Fall Soundmail holen. Ja, gegen mich auf jeden Fall. Ja, gegen alle. Ich bin der einzige AP-Healer. Und ich baue halt Support. Relativ. Und da wird sich jetzt der Ränger gecatcht. Oh. Ja, aber er kriegt ja auch keinen Schaden. Doch, komm. Na, war das geil oder war das geil? Ja, war nicht schlecht. Alter Verwalter. Ah, hab ich mich vom Set reinbeten lassen. Wieso Alter, geht er da auch noch mal beide rein? Der Volibear hat zu lange getankt da bei mir. Ja, hast du recht. Naja. Du schaffst den zu deffen, den Tower. Klar. Ja, ich meine, dann lohnt sich das, weil die Luft wird sich den Hilfe. Oh, klar, sag ich. Boah. Boah. Hat sie dich schon wieder schlafen gelegt? Ja, aber hinterm Tower sogar. Ja, natürlich, aber lässt dich ja auch immer treffen davon. Und selbst wenn nicht, läufst du danach rein. So ab und zu zumindest. Und die Wölfin stirbt, weil sie zu greedy war und den zweiten nimmt auch noch wollte. Ah, das tut halt langsam echt weh. Wenn sie uns alle sehen, könnte das gefährlich werden. Ich komme jetzt weg. Ja, nee, ich meine nur, weil sie könnten Barrel machen. Wenn sie uns halt zu zweit oder so Botlane sehen. Problem ist, ich habe nur dummerweise kein Ward.
verbunden. Dickes Bärchen. Pass auf, das ist eine Katana. So. War das jetzt deine Passive oder hast du drauf gewartet, den mit der E zu töten? Nee, ich hatte auch noch Ult und Ignite, aber ich wollte ihn dir lassen. Also war die Passive. Beziehungsweise, ja. Wir müssen hier weiter Druck machen, das stimmt schon. Wir müssen auch weggehen. Riven pusht die Botlane einfach mal durch. Ein Rengar ist beim Red Buff. Lol. Boah. 1200. Ja, macht's aber bei mir auch. Die One-Shotet mich auch mit der EQ-Combo teilweise. Und selbst wenn ich Heal habe, tötet sie mich noch. Ja, ja. Es ist auch schon nicht mehr lustig. Ist halt das, was der Champ kann. Sag ich ja. Das ist halt. Also nur noch ein paar Sekunden. Ich gehe mal weg und hol mir meinen Blutduster. Oh, Rengar ist mittlerweile auch aufgetaucht. Oh, ist ja schön. One-shottet sie aber auch. Ja, Rengar ist so fett, der müsste alles bis auf den Woli killen können. Oh, mach mal hin. Blutdurster oder doch lieber Blade? Was meinst du? Nee, Blutdurster. Der einzige Tank von denen ist ja Wally. Und den kriegen wir auch so. Nee, aber war gut. Angriffstempo und so hast du genug. Ja, das war halt die Überlegung, weil Blade gibt ja auch Lifesteal. Hat halt trotzdem. Aber ja, aber weniger. So. Ja, klar. Ja, ich habe 1,83. Attack Speed ist schon nicht schlecht. Gut, im Vergleich zu Cogmaw kann ich damit nicht inhalten, der wird mich in jedem 1v1 jetzt besiegen. Gut, der hat doch noch eine AI, ne? Der hab ich nicht. Ja, oh, aber er ist tot. Ja, sag ich ja, davon wäre den Ränger. Ja, mehr konnte ich da jetzt auch nicht drauf knallen, ey. Ist auch gut gewesen. War halt das Überlegen, ob ich meine Ulti jetzt nur für den Woli verschwende, aber ich denke mir, eigentlich brauche ich den nur für den Woli, dann komme ich nicht über Rent. Oh! Ja, schön ist das nicht. Hier, Rengar pennt da wieder. Natürlich, der wartet da doch nur. Ja. Der wartet da ja nur wieder. So ein schlimmer Spieler. Ja, vor allem wir hätten das auch schon wieder, also wir hätten noch mehr kriegen können, noch mehr haben. Das Problem ist, er wartet halt darauf. Ja, der spielt nicht mit, der will sich nur die Kills snacken dann. Also. Furchtbar. Wir hätten jetzt den Inhub haben können, stattdessen wartet er halt darauf, dass alle wieder respawnen sind, damit er sich ein oder zwei oder vielleicht auch drei holen kann. Ja. Weil so kommen wir ja im Spiel nicht weiter. Oh, das war nicht aber so gut. Sind aber auch dumm. Also die Gegner, wie sie es machen. Lol, aber sie hat ihn. Ha, schön. Ja. Oh, ist furchtbar, glaub, wenn man sich für die Gegner freut, ne? Ja, das können aber, glaube ich, diesmal alle nachvollziehen. Ja, also wenn ich jetzt neutraler Zuschauer wäre, so gern wie ich mich mag, ich wäre gegen uns. Ja. Ohne Witz. Ganz ehrlich, mit der Wissen und so haben wir zumindest, was das Team angeht, ist nicht verdient. Es ist zwar schön, dass die alle schön fett und rund sind, aber der Rengar lässt mir keinen Farm, keine Kills. Ja. Ja, der Brand ist auch so ein Arsch, guck mal. Ja. Komplett nutzlos, ey. Vor allem hast du mehr Items als, mehr Gear als ich fast. Fast schon. Und Rengar ist schon längst Fullbild, ne? Ja, der klaut logisch. Sich halt trotzdem noch alles. Wir müssen jetzt aber ein bisschen Druck machen hier wegen Baron und ja. Andrache Löwen stirbt schon wieder. Ja. Oh, Puffy ist da. Schön. Uah. Ah, Mensch, doch nicht, wenn ich mit Puffy schreibe. Glaub mir, war nicht geplant. Geh weg. Ja, ich habe auch lieber geflasht. Ui, das war knapp jetzt. Ja. Guck mal, ich will mich doch mit der
Du wolltest uns auch einen von uns zum Schlafen legen. Ja, geh du mal Base. Hatte ich vor. Ich hab noch einen Sonjas. Aber es ist immer eigentlich ganz gut, wenn wir beide den Boli rauskriegen. Ich glaube, so ein Engage-Tank ist doch das Schlimmste für das Team. Ja, so wie Ringer. Soll ich ihn lassen? Nee, müssen wir spielen. Nein, war ein Scherz. Er kriegt ihn nicht mal. Da müssten wir uns jetzt eigentlich was holen. Wir haben einen Kill mehr. Also einen Toten. Wir haben einen Toten mehr. Müssen die Base treffen. Oh, ich hab mir nur einen Rabadons gegönnt. Ja, so richtig schön durchbrennen. Du holst dir keinen Liandris? Jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Brand keinen Liandris. Weißt du, das ist so schön viel Damage. Magie-Durchdringung und Brandeffekt. Was will man denn noch mehr haben? Ich kann mir ja gleich mal ein Item holen. Ja. Ich meine nur, das ist halt zum Beispiel echt das First-Item von mir. Ja, auf der Midlane würde ich das auch first, aber halt... Ja, auch als Supporter ist das First-Item. Also den Sidestone natürlich vorher, aber... danach die Andries. Na, wollen sie jetzt Baron? Löwen ist schon wieder fast kapiert, ne, instant. Und die Gegner haben schon den Ahnendrachen. Ne, wir haben den Ahnendrachen. Den haben Rengar und ich gemacht. Echt? Lol. Ja. Jetzt war ich aber voll verpeilt. Den haben wir. Will den hier nicht starten, ehrlich gesagt. Doch, Dingens ist Bot. Oder kommen sie? Jo. Boah. Doch nicht immer alle auf mich? Ja. Ja. So, seid auch noch tot. Ja, Wirven hat's auch erwischt. Alle tot. Free Baron, mindestens die halbe Base. Don Fokus denkt ja, was soll ich machen? An dem Bullybär vorbeilaufen? Also in das Gatter über die Wand gejumpt und bevor die Ulti gezogen und keiner hat das gemacht. Wenn ich das mal so anmerken dürfte. Ich konnte nicht, ich stand im Sonjas. Ja, jo. Ich denke, das ist eine gute Ausrede, ja? Why fight? I can't understand that. Du warst die Erste, die da drin war. Ja, außer wir hätten es eine Stunde früher machen müssen. Ja. Soll ich mir... ein GA bringt mir, glaube ich, nichts. Ich bin am überlegen, ja, ne, ich spare auf die Infinity. Oh, Mids Idiots. Also die beiden werden auch noch richtig reported. Also zumindest bis jetzt die würden. Bin ich nur scheiße, die beleidigt auch. Ist auch noch durch. Ja, dann lass mal ein bisschen zurückhalten. Schade. Ja, die Zoe fast noch erwischt mit dem Snipe. Solange da keine Gegner kommen, kannst du solo treffen, ne? Ja, Logo. Jetzt geh ich auch mal kurz back. Alter. Ja, der Ranger wird jetzt auch noch direkt reported. Ich tausche nochmal ein Item aus. Ja, das hat man doch schon das ganze Spiel gemerkt, wie dämlich der ist. Was machen die denn da zu dritt? Das war das Spiel. Schwindet doch da, ihr seid zu dritt. Gott. Gott! Ja, schön gemacht! Oh, so dämlich.
sind da zu dritt und wollen fighten, ey. Was ist denn das für ein Quatsch? So, ich kann mir noch einen Trank holen. Riven split pushed Botlane. Das ist so geil. Vor allem, die waren wirklich alle so gefeedet und kriegen es nicht hin, das Game zu carry. Boah, ich hab jetzt wenigstens mal meine AI. Und tot. Das war zu viel. Die Riven lebt noch. Was macht die denn da? Ja, die ist so dämlich. Riven! Boah, ey! Ist die doof! Haha, geil! Naja, nicht nur Riven, Rengar. Nicht nur Riven. Schönes Spiel, das kann man hochladen. Ernsthaft? Ja, und gesagt, getan. Ich fand, das war nämlich ein richtig geiles Spiel, wo man mal sehen konnte, wie die ganzen Egoisten das Spiel wirklich noch aus der Hand geben. Das war nämlich klar gewonnen. Ein bisschen mehr Teamplay und wir hätten es in der Tasche gehabt. Und somit habe ich es den Gegnern auch wirklich mal gegönnt, das Spiel zu gewinnen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.